Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vorstellungsvideo von unserem Server und jo, eine Info, wie ihr mitmachen könnt, falls ihr ein Let's Player, Streamer oder einfach Videomacher seid oder auch manchmal bei TikTok oder so Kurzvideos macht oder bei YouTube und wir haben ein soziales Rollenspielprojekt gemacht und das ist Drago, hallo, ich bin der Sven und das ist mein Drago. Ist einfach weiß jetzt dieses Mal. Ja, wie mein Kanal, Drago Basler. Ich habe hier ein Ressource-Pack, das könnt ihr hier kurz sehen, Pet Dragons. Und ja, der Mr. Blue Yeti hat das gemacht, genau. So, das sind einfach Hunde, die einfach als mit Drachen geskinnt sind. So, komm. Gut. Also, wir haben per Zufall, das war eigentlich, ja, direkt hier war der Spawn hier oben, hier eine Insel gefunden und haben das Projekt einfach Streamer-Insel genannt. Wir wollten eine Stadt aufbauen mit so Livestreamer. Und, hallo. Jo. Es lief jetzt schon bisher gut. Wir sind aber eher Jüngere bis jetzt noch drin. Die Eltern, die brauchen noch einige Zeit und ihr dürft gerne melden euch, wenn ihr auch ein bisschen älter seid, ein bisschen jünger seid, egal. Jo, wir haben hier auch so Spielerköpfe, also von Monstern eher und andere gute Datapacks drin. Und jo, um dieses Rollenspielprojekt geht es eigentlich, ja. So, vor allem um die Regierungsformen. Ich bin zum Beispiel der Architekt. Ich baue langsam, die anderen bauen erstmal eine Holzhütte. Und jo, bin einfach so ein bisschen verantwortlich, dass ihr schön baut, dass ihr, also nicht unbedingt, aber einfach, dass ihr schaut, dass ihr ein bisschen schöner auch baut, dass ein bisschen dekoriert wird, dass die Landschaft ein bisschen verschönert wird und so weiter. Und der Leon, der in diesem Holz-Stammhaus wohnt, unser zweiter Owner, ist unser Verteidigungsminister. Er hat natürlich nicht so immer direkt viel zu tun, also auf unserem Server natürlich schon, weil wir jetzt noch nicht so Krieg führen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal dann Krieg machen, natürlich schon. Aber es muss natürlich auch fair verlaufen. So. Nur Soldaten gegen Soldaten zum Beispiel und andere werden halt einfach so ein bisschen ja, gezwungen, halt mal irgendwo in einem Raum zu sein oder so, in einem Gefängnis oder einfach entführt. Jo, und dann hier ist noch der dritte, also der LOL Gamer, der war da vorne bei dieser Holzhütte mit den Holzbrettern. Und ja, das ist noch der Basti, also der Becky, genau, Becky, nicht Basti. Der Basti macht momentan noch nicht mit. Also nicht der Basti GHG, sondern war einer, der auch Basti heißt. Und genau, der war hier auch noch nicht mein Schleimbälle 6 abholen. Genau, der hat hier ein Haus schon mal gebaut, auch aus Holz. Es bauen sehr viele aus Holz. Ich brauche ein paar Steinleute. Bitte, bitte. Genau. Und das Projekt ist jetzt eigentlich gestern schon mal am Laufen gewesen. Vorgestern konnten wir schon ein bisschen spielen, haben einfach ein bisschen vorbereitet, wie diese Pilzinsel gefunden und haben ein bisschen geplant. Und heute Morgen habe ich zum Beispiel noch einen Mangrovenwald gefunden in der Farmwelt. Und ja, genau, wir haben zwei Warps jetzt schon mal. Hier kommt das Rathaus hin, Bundestag, Pilzländler. Und ja, also wir haben zwei Warps. Die Farm und die Insel. Die Insel führt da, wo wir gestartet haben, hin. Und die Farm natürlich zur Farmwelt, damit wir natürlich viele Landschaften und Erz und so hier noch haben, um ein bisschen, ja, einfach unser Rollenspielcharakter hervorheben. Also es ist nicht unbedingt immer so mega gezwungen, Rollenspiel zu machen. Wir haben dieses Plugin auch noch nicht so funktionabel, wo hier unten der Stecker noch ist. Da darf gerne jemand mal ein bisschen etwas erklären. Kurz, sonst kriegen wir eigentlich hoffentlich alles ein bisschen auf die Reihe. Und ja, hier haben wir einfach mal noch eine
Brücke für das Gras, das wir jetzt hier rüber zu dieser Insel gebracht haben, und machen dann eine schönere Brücke. Ich bin ein bisschen verantwortlich, habe aber noch nicht so viel Zeit gehabt. Ich habe eher so ein bisschen für mich selber noch Rollenspiel gestreamt gestern Abend. Und ging gut. Das Video, die Livestream-Aufzeichnung kommt dann auch noch hoch auf YouTube. Genau. Gut. Also hier kommen dann die Schafe hin. Er hat irgendwie die Schafe, ich glaube, da oben, glaube ich, gehabt, gell? Schauen wir gleich nochmal kurz. Und ja, es ist wirklich, soll ein Sozialprojekt sein, es soll wirklich auch, ja, dass die Leute sich verstehen und auch ein bisschen Motivation haben, irgendwas zu machen. Deshalb diese Bundesämter. Und es ist eine Demokratie, es gibt keinen Rat, also es gibt nicht eine Person, die für alles zuständig ist. Es ist eigentlich, sind eigentlich nur ja, die Demokraten, also die Parteien. Und jo, da tun wir wahrscheinlich, weil Montag eigentlich so der Serverstart war, immer Montag. Oder am Sonntagabend, weil dann der Server online ging. Genau. Gut. Jo, wir haben schon mal ein paar Sachen gefarmt. Jo, ich bin natürlich einer, der wegen Rollenspiel jetzt nicht unbedingt so schnell so Diamantensachen. Ding, aber ich habe schon echt viele Sachen. Also zum Beispiel so neun Diamanten, sehr viele Smaragde, ja, so ein Köderbüch und dann Kopf von Husk von den vertrockneten, verdorrten Zombies. Weiß nicht, wie die heißen. Genau. Jo. Die sind so als Dekoration, das sieht irgendwie merkwürdig aus. Okay, jetzt so nicht, aber im Inventar. Ja. Und ja, es läuft eigentlich ziemlich gut. Aber da dürft ihr gerne noch ein bisschen mithelfen, dass wirklich alle sich ein bisschen, jo, sich ums Rollenspiel echt kümmern. Weil so ist es eigentlich noch ein bisschen weniger, aber es wird, das wird immer besser. Es ist einfach die Eingewöhnung, endlich mal wieder ein Rollenspiel selber zu haben. Und ja, es gibt auch noch kleinere Probleme mit Plugins oder Datapacks, aber das wird dann auch alles noch fertig sein, wenn ihr zum Beispiel joint. Falls ihr eben Videos oder Livestreams aufzeichnen könnt, gerne. Wir wollen wirklich auch die Leute ein bisschen sozial werden lassen und einfach auch aus Schutz nur die Leute reinbringen, die wirklich auch Videos oder Livestreams machen. Weil es soll ja ein Rollenspielprojekt sein, es soll Motivation da sein. Und ihr kennt es wahrscheinlich aus anderen Projekten, es machen nicht immer alle viel mit. Und deshalb wären wir schon, ja, sehr erfreut, wenn ihr ein bisschen mithelfen könntet, ein bisschen da sein könntet, ein bisschen Livestreamen könntet oder so, damit es uns allen gut geht, weil es gibt kaum solche Projekte mehr. Es wird plötzlich irgendwie voll langweilig beim Zuschauen von Streams und Videos. Da möchte ich euch natürlich wieder diese, ja, diesen Spaß und so bringen. Also jeden Abend, meist so ab 17 Uhr, streame ich. So meistens bis 22, 23 Uhr. Am Wochenende natürlich noch länger. Und ich habe gerade kein Bett. Wo ist mein Bett hin? Jo, gut. Da. Okay. Ja, das war's. Dankeschön fürs Zusehen. Meldet euch einfach unten in die Kommentare oder per E-Mail oder per Discord. Und für alle anderen haben wir natürlich den Dragodia selber noch, der offen ist. Da bin ich auch immer wieder online. Gut. Dann tschüss und ja, schönen Tag. Tschüss.